The Binding of Isaac Rebirth, The Name of the Game. Alexi Fenris für euch wieder. Wir spielen das Spiel. Mit dem Krokodil. Nee, nicht mit dem Krokodil. Ich glaube, wir spielen Eden. Ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich soweit fast alle durch. Samson war witzig, aber ich glaube, ich nehme nochmal Eden. Eden war witzig. Eden war wirklich witzig. So, was haben wir hier? Ich glaube, das war die Bohne, die ich habe. Ich habe 2 Soul Hearts, 2 Geld. Und ich habe eine Karte. Karte ist gut. Kompass wäre noch besser. Okay, let's do this. Na, okay. Bombe. Wir haben Little Brimstone. Okay, es geht gut los. Schlüssel. Ach, Eden, du verrückter Hund. Kann man das überhaupt so sagen? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach. Hier gibt's nichts. Ich sollte mal hier reingehen. Das könnte der Laden sein. Allerdings ist die Auswahl eher bescheiden. Der Kompass für 15 Münzen. Ich könnte ausflippen. Ich glaube, mit einer Bombe kriege ich hier keine weiteren 13 Münzen raus. Ich glaube, das läuft nicht. Okay, Risiko. Ich versuch's einfach mal so. Vielleicht erwische ich sowohl den Automaten als auch den Ladenbesitzer. Der wirft mir nur 2 Spinnen raus. Dammit. Ne. Mir fehlen noch 10 Münzen. Und ich glaube nicht, dass ich hier auf dieser Ebene rankomme. Wait a minute. Hier unten war... Ne, da war nix. Dann wollen wir doch mal... The Duke of Flies. Oh, damn it. Ich mag den nicht. Ah. Habe Soul Heart verloren. Ungünstig. Oh. The Belt. Speed up. Gut, mit dem Gürtel geht es jetzt ein bisschen schneller. Weiter geht's. Curse of the Blind. Warum auch immer. Ah. God damn it. Bomben, immerhin. Da ist ein Tinted Rock. Immer hier. Und noch ein Gegner. Ich habe keinen Schlüssel. Natürlich habe ich keinen Schlüssel. Wenn ich einen Schlüssel hätte, wäre die Kiste ja schon längst auf. Oh, das ist Purple Heart Challenge Up. Was ist das? Rosary Beath Faith Up. Faith. Vielleicht könnte man endlich mal hier so ein Angel Deal irgendwas klar machen. Oder wir können diesen Run auch komplett in den Sand setzen. Because reasons. Okay, entgegen meiner vorherigen Ankündigung, eigentlich diese Let's Play-Reihe nur mit kompletten Runs füttern zu wollen, die paar Minuten sind jetzt doch ein bisschen zu wenig. Wir restarten nochmal mit Eden. Ich habe jetzt einen Eden-Token nochmal dafür. Wir scheinen den Bumerang zu haben. Die Karte Strength. So einfach wird mich das Spiel nicht los. So. Doppelter Eden-Run.
Und ihr wisst, warum ich das mache. Nur für euch. Wir haben Brother Bobby, Friends Till the End. Leider nicht mehr die Karte. Aber Bobby schießt auch noch Tränen ab. Das ist gut. Meine Tränen sind blutig, was auch immer das zu bedeuten hat. Aber ich bin mit der Schussfrequenz nicht so ganz einverstanden. Da macht der Brother Bobby ja mehr. Nee, halt. Ich mache mehr. Wesentlich mehr. Gut. Okay. Falscher Alarm. Weiter geht's. Im Text. Das ist... Was machst du da? Das kann doch nicht gesund sein. Yep. Okay. Tinted Rock sehe ich hier keine. Dafür ist da eine Kiste. An die würde ich gerne ran. Also... Kabumm. Ein Herz. Da ist Kacke. Nicht, dass jetzt irgendwann einer sagt, diese Let's Plays wären scheiße, aber... Ihr versteht den Witz. Hoffe ich. Das ist der Shop, aber für 4 Münzen würde ich sagen... Den Aufwand schon fast nicht wert. Das ist, glaube ich, die Blue Map. Aber ich kann es mir nicht leisten. Und ich kann... Ich konnte nur eine Münze... Fast zum Geier. Na gut. Besser jetzt schlau als später dumm. Besser jetzt schlau als später dumm. Bester Spruch, ey. Bester. Aha. Aha, und er ist down. Mom's heels range up. Okay, I guess. Geht, kann man machen. Ich habe keinen Schlüssel. Ah, okay, alles klar. Das Problem hat sich gerade von sehr... Oh! Das ist... Was ist das? Ich dachte schon gerade, es wäre Mom's Knife, aber... Nee. Aber ich will wissen, was es ist. Ich will es ausprobieren. Oh! Himmlisches Licht vom Himmel. Ich habe einen großen Bleistift. Es gefällt mir. Ich mag es. Ich werde es weiter benutzen. Kabum. Nope. Okay. Hatte gehofft, dass noch irgendwas rauskommt, aber... Oh Gott. Nichts, dass sich jetzt irgendwie lohnt, dafür Bomben zu verschwenden. Glaube ich zumindest. Ne. Ich guck nur mal da unten nach. Da unten den Raum. Den sollte ich besser nochmal clearen. Ja. Oder ich gehe einfach wieder zurück und tue so, als hätte ich diesen Raum nie gesehen. Scheint die bessere Wahl zu sein.
Larry Jr. Ah, damn it. Okay, nur noch einer. Oh, das lief gut. Oh, Torn Photo. Tears and Shot Speed Up. Das ist gut. Schauen wir mal, was uns der Deal bringt. Es bringt uns Krampus. Wisst ihr was? Tschüss, Krampus. Ein Klumpen Kohle. Schönes Weihnachtsgeschenk. Na dann, muss ich dafür immerhin nichts opfern. Ich habe jetzt zwar keine genaue Ahnung mehr, was die Kohle macht, aber kann nicht so wichtig gewesen sein. Ah, wieder so ein Gravity-Dings. Komm, ja. Herz, nein, brauche ich nicht. Schlüssel! Schlüssel brauche ich. Schlüssel sehr gern gesehen. Eine Bombe, auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich suche mal den Item Room von diesem Stockwerk. Das wäre kein Fehler. Spiders! Ja. Ah, Bombe. Geht doch. Ah, nein. Jetzt habe ich wieder das Herz mitnehmen. Was, ein ganzes oder ein halbes? Das war ein ganzes. Würde ich sagen, verschiebe ich die Heilung auf gleich. Ja. Sind voll... Oh. Ich glaube, ich suche erstmal den Item Room. Das ist mir sonst zu... Da ist er. Es gibt... Das ist Rosary Beath. Der Rosenkranz. Faith Up. 3 Soul Hearts. 6 Bomben. Ich muss doch irgendwo... Moment mal. Bingo. Ein Schlüssel. Ich glaube, damit mache ich die Truhe auf. Schade, da ist kein weiterer Schlüssel drin. Da ist kein Tinted Rock. Oh. Bisschen knapp. Okay, Rock'n'Roll. Was haben wir hier? Gertie Jr. Da. Da. Ah, komm schon. Weg, weg, weg mit dir. Weg, 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 weg. Wunderbar. Die Bibel. Ich kann zeitweise fliegen, ne? Ich weiß nicht, ob das... ich habe den Holy White Death behalte ich. Es klingt heavy genug, dass es mir gefällt. Na, leichtes Déjà-vu. Ich glaube, den nächsten Run mache ich mal wieder mit Azazel. Und mir hätte ich jetzt wieder Bock, den Brimstone-Angriff zu spielen. Was haben wir hier? Open your eyes and see. Nein, will ich noch nicht. Ich will noch nicht sehen. Wobei, ich will es sehen. Zeig mir die Welt.
Da ist Le Shop. Bad Gas. Hat sich ja mal voll gelohnt. Ein Herz immerhin. Noch ein Herz. Ich komme da nicht rein, ich habe keine Schlüssel mehr. Ich brauche Schlüssel. Verdammte Hacke Nummer 1, doch. Es kann doch wohl nicht so aus sein. Kohle. Ich weiß, da hinten ist der Shop. Und ich habe Geld. Ich habe Währung. Ich kann es benutzen. Noch mehr Währung. Seht ihr, was passiert? Seht ihr das? Wait. Ja, war ich da? Nee, war ich noch nicht. Stimmt ja, mir fehlt der Schlüssel. Der Schlüssel zum Erfolg ist der Schlüssel. Ich könnte mir einen erzocken. Ich glaube, das mache ich sogar. Denn darauf wird es hinauslaufen. Ernsthaft? Immerhin. Nice. Ich brauche noch einen. Noch ein Schlüssel. Okay, Geld nehme ich auch, ne? Aber komm schon, Schlüssel. 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 Ach, goddammit. Fick dich, Maschine. Also ihr könnt diesen enttäuschten Ton aus meiner Stimme schon raushören, oder? Monstrous Tooth. Nope. Monstrous Lang wäre witziger. Was haben wir denn hier? Kaboom! Wir dürfen wieder furzen. Ich nehme den Furz mal mit. Nein, wobei lieber doch nicht. So. Kaboom. Und noch ein Schlüssel. Es wird... Moment. Da. Yes. Bisschen Geld. Die Batterie selber hilft mir jetzt nicht wirklich. Okay, noch ein Schlüssel. Gut. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir uns mal einen Boss. Es ist... Cherb. Ja.
Lights of the Heavens. Schananana. Wir haben den Holzlöffel. Ihr seht, ich bin nicht begeistert. Warum bin ich nicht begeistert? Alles. Ja, das Herz bringt mir nichts. Mit dem bisschen Geld kann ich es eigentlich auch komplett vergessen. Dann nehme ich zumindest mit. Habe ich das wieder aufgeladen? Für den nächsten Notfall. Ah! Und ich, Vollidiot, latsch noch voll über die Stacheln. Jetzt komme ich schon mit den Brimstone-Dingern. Broken Remote. Oh, interessant. Das war quasi der Main Enemy, den es zu töten galt, damit die anderen Viecher abhauen, aber nicht die Fliegen in der Mitte. Sehr interessant. Nein! Geh weg! Geh sterben! Viel zu knapp, Leute. Viel zu knapp. Das war... Das war nicht der Effekt, den ich eigentlich benutzen wollte. Nehme ich mal das hier. Ball of Tar, Sticky Feet... Gott, jetzt habe ich diesen Slowdown-Creep, der mir nachläuft. Auch nicht ver... Läuft heute echt nicht gut für mich. Sorry. Das war's. Für heute zumindest. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mal schauen, ob ich mit dem nächsten Run wieder ein bisschen mehr Erfolg habe. Ich glaube, den nächsten Run werde ich wieder mal mit Azazel versuchen. Dazzle Wazzle von Lomiesel aus diesem Video und wir seseln uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschö.